Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, vierfach Map ohne Gräben in der Version 1.3. Ja, wir sind eigentlich dabei, auf Feld 12 Stroh zu sammeln, Feld 9 zu ernten. Haben wir jetzt bloß gerade ein ganz, ganz komisches Problem. Wir haben nämlich das Problem, dass beim Strohabladen am Eierhof oder am Hühnerhof ein bisschen was schief gegangen ist. Und ja, dementsprechend. Ja, ihr seht es gleich. Ihr seht es gleich. Deshalb bin ich jetzt hier gerade mit den Fördermännern unterwegs, um zu gucken, ob da irgendwie. Da irgendwie was machen kann. Schadensbegrenzung. Oder was auch immer. Da müssen wir mal schauen. So, wo sind eigentlich meine beiden Abfahrer? Da ist der und da ist der TGS. Der ist auch nur. Ja, alles gut. Sieht doch gut aus. Jo, schauen wir mal. Schauen wir mal. Was wir hier so machen können. Oh, 6 Euro Lohnzahlung. Das treibt mich in den Urin. Mal schauen. Lacht nicht, wenn ihr das gleich seht. Ich sag's euch, lacht nicht. Ja. Fragt mich nicht, wie das passieren konnte. Fragt mich bitte nicht. Sorry. So, aber doch. Förderbänder habe ich ja erst irgendwann. Wir sind nicht wann gekauft. Wahnsinniger Geschwindigkeit. Das Feld ist auch gleich abgearbeitet. Gut, machen wir es so. Wunderbar, der Lexion hat die Aufgabe erfüllt.
Aha. Ja, das ist das erste Mal, dass ich diese Förderbänder wirklich verwende. Daher... Jetzt tatsächlich mal gucken. Ne, da wollte ich gar nicht hin. Gar nicht da. Ja, hier in den hier einsteigen. Den mal aus dem Weg fahren. Ja, gut, es funktioniert. Es dauert wahrscheinlich irgendwie eine Woche oder zwei. Aber es funktioniert. Ich kann hiermit erstmal so ein bisschen den Berg irgendwie kleiner machen. Ich dann vielleicht auch irgendwie meinen Traktor da wieder raus. Wenigen Tagen, Wochen, Monaten. So. Lass mal hier gucken gehen. Okay. Da unten steht irgendwo ein Werkswagen. Da steht er. Da steht er.
zurück zum Beruf. So, nochmal getankt. So, und wo haben wir den nächsten? Der muss waschen mehr. Der muss.
Tja, nicht wirklich spannend, oder? Ich glaube, das mache ich mal gleich alleine und freue euch von diesen Qualen. In diesem Sinne bedanke ich mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, dieses Chaos hier. Ja, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich, würde mich freuen. Und noch mehr freuen würde es mich natürlich, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Folge. In diesem Sinne sage ich, ciao.